Willkommen zurück, da sind wir wieder. Mit einer neuen Folge. Ganz frisch in den Startlöchern. Wir haben heute Reifen und fahren die nach Astoria. So. Bin gerade nicht ganz sicher, was die da quatschen im Radio. Ach, komm, nicht auf zu quatschen, Leute. Ist ja grausam. Ja, wie auch immer. Oh Gott. Ich hab die alle schon mal rausgelöscht gehabt. Furchtbar. Jetzt kommt natürlich einer, gell? Ach, das ist so grausam. Ich lief da eben schon mal. Da ist wieder so ein langer Auflieger, gell? Wo er sich so super parken lässt. Ja, wieder viel Spaß mit dem haben. Ach, schön. Karte gucken wollte ich. Ah, okay, passt. Nicht, dass er wieder sonst so lang läuft. Und das letzte Mal, also in der letzten Folge hier lang gekommen. Warte mal. Ja, so. In der letzten Folge lang gekommen und ja. Irgendwie bin ich jetzt beim Rausfahren der Linie nachgefahren und der wollte mich halt einmal die ganze Autobahn hoch und runter schicken. Einfach nur, weil er Spaß dran hatte. Dabei war die Station, wo ich es abgeholt habe, ein bisschen direkt nebenan. Also, naja. Ist doch nicht ganz so durch, ja. Ausbalanciert, sag. Set-News. Nennen wir es ausbalanciert. So, ja, was gibt's Neues? Erstmal gibt's Werbung. Wundervoll. Neues gibt's eigentlich gar nichts. Nur, dass es ein Tag später ist. Etwa wieder um dieselbe Zeit wie gestern. Und ja. Heute ist halt Sonntag. Genau genommen. Was die Ausfahrt verpasst, gell? Glaub ich das. Genau genommen der 7. Oktober. Ach schön, freie Straßen, ich liebe es. So, kommt jetzt hier ein bisschen Musik. Sehr mysteriöse Musik. Mein Gott. Kann er echt nicht reden. Was ist denn los mit mir? So, 105 ist drin. War sehr viel schneller. Sehen nur 340 Kilometer. 394. So, jetzt. Astoria! Oh, schaut euch an, wie schön gerade die Straße ist. Rechts im Außenspiegel sieht man es schön an der Seitenlinie. Einfach schnurgerade. Ich finde das so genial. Ich höre nicht mal die Hände am Lenkrad. Ah, oh, schön. Eine Rest-RR. Oh, ich freue mich drauf, wenn das im Multiplayer hier alles funktioniert und jeder vom Multiplayer fahren kann. Immer noch so laut, gell? So vielleicht. Das soll nicht ganz in dem Vordergrund sein, sondern mein Gebrabbel und mein Motor. Ich habe jetzt irgendwas erfahren von GZ für YouTuber. Dass sie da jetzt auch noch abkassieren können oder so ähnlich. So, ich weiß nicht ganz verstanden bis jetzt, aber. Naja, sollen sie nur machen, was sie meinen. Wenn ich keine Einnahmen habe, werde ich auch keine Ausgaben haben, also ganz einfach. Wenn das nicht passt, muss ich halt das Land verlassen. Ganz einfach. Mich hält in Deutschland nichts mehr. Was? Was? Was war das? Habt ihr es auch gehört?
Karten, ich kann sicher, was Discord war. Töff, töff! Mit gegen Töff, töff! Meine Güte! Ich muss da irgendwie auf mich auf eine Spur konzentrieren gerade. Ich wieder viel zu schnell unterwegs bin. Wenn ich jetzt ein bisschen langsamer gefahren, gell? Mhm. Ja, ich weiß. Aber wir haben doch Fracht. Wichtige, eilige Fracht. Der mag nicht zufällig eine Idee schneller fahren davon, ne? Das würde mich sehr gut gefallen. Die milchige Schlepper auf diesen kleinen Seen, das ist so lustig. Ach ja. Ja. Die Züge sind ja relativ selten, habe ich jetzt den Eindruck. Ich hatte zum Beispiel keinen Gegenzug auf der Herfahrt gestern, ja doch gestern. Ja, fahr da raus, da bin ich nicht los. Ich könnte ja mal 5er runtergehen. Dass ich nicht ganz so rase wie ein Bekloppter. Ist ja auch schnell genug. Da links ist wieder ein Zügler, oder? Seht ihr das richtig? Sehr nice. Ah, herrlich. Die Amis haben einfach die besten Loks. Dieselschleudern vom Herrn, aber was willst du machen? Das hilft ja nichts. Mei. Ah, sie machen keinen Ton, gell? Da müsst ihr ein bisschen nacharbeiten, Jungs. Das hier rechts, das würde ich dir ganz gerne mal näher angucken, was das ist. Ich blick das gerade nicht, was das sein soll. Ich meine, es sieht aus wie ein, ich weiß nicht, Gezeitenkraftwerk oder Wellenkraftwerk vielleicht. Aber die Amis haben sowas? Echt? Tut mir leid, Leute, ich fahr zu schnell. Das geht so nicht. Ich muss 85 fahren. Dann kriege ich auch die Kurven vernünftig. Da wäre ich nur 97 fahren. Machen wir doch Kompromiss, ich fahre 90. Ich meine, so eilig kann man es gar nicht haben, oder? Ich meine, die meisten werden sich ja eh gucken, wenn sie gerade essen oder so. Ich weiß ja nicht, wann ihr die Videos schaut oder. Wird ja einfach auch noch da wegschaut oder. Ich mache so meistens, wenn ich irgendwas zu essen bestelle oder so oder irgendwas gekocht habe, dass ich mir irgendein Video reinziehe und. Im Moment hänge ich gerade bei. Detroit Becomes Human. Human. Vom. Na, ist schon von wem. Es ist frei, jetzt hier rüber. Frei. Der Mensch rüberziehen, glaube ich. Building the Future. Mhm. Das habe ich jetzt schon mal irgendwo gelesen. Ich glaube, bei Detroit am Zoom genau da. We build our future. Oder your future, glaube ich. Irgend sowas habe ich da gelesen. Ach, schön. Alter, was ist das für ein riesen Ding hier mitten im. Alter. Hier rechts das Schiff, gell? Oh, ich darf nicht vergessen, im letzten Video ich hoffe, ich habe nicht vergessen, in den letzten Folgen die Fotos reinzumachen, die ich reinmachen wollte. Ja, ist ja okay, ich hab's gesteckt. War das nicht sanft gebremst?
Ach, hier ist ein Dödel. Na komm, nach dem aber jetzt. Gib ihm, brav. Dann fahre ich mich neben dich. Dann kannst du dir auch noch rausziehen. Pfeife, du. Oh Mann. Die haben es einfach nicht drauf, die KIs. Sieht ein bisschen aus hier links wie ein PC, ja. Ach, das ist die Maulstation gewesen, genau. Hier, da gab es auch so einen Rastplatz direkt im Wald eigentlich. Warte mal. Bitte noch mal gerade rutschen. Da könnte ich eigentlich auch die Dinge dann machen. Ah, oh, schaut doch mal hier rechts. Ah, oh, herrlich. Gott, ich möchte liebst die ganze Zeit hier fahren. Und den ganzen Klump da rechts ausmachen. Bäh. Nee. Allerdings fahre ich so nicht wirklich sicher, also. Ja, ich hab's gemerkt, dass ich auf der falschen Spur bin. Ich komme wieder rein. Stehe ich nur irgendwo dagegen vor. Das liegt mir einfach nicht, das Außen. Die Außenansicht zu fahren. Nicht mit dem Tempo. Ach, schön. Jetzt kommen auch die ganzen Bäume. Vancouver, eine halbe Meile. Ich glaube nicht, dass wir nach Vancouver fahren. So, wo muss ich hin? Nach Vancouver muss ich bestimmt nicht. Es wäre unrealistisch, dass ich nach Vancouver fahren kann. Aber, wer weiß, vielleicht bald. Bremst denn so scharf? Hast du Angst oder was? Na, warte mal. Gucken, wo die Spur hingeht. Muss eh davon rechts wieder raus, also von daher. Ist drei Spuren. Ne, zwei Spuren Exit only, okay. Wo geht so da hinten die Straße hin? Müsste eigentlich Richtung Süden gehen. Das ist doch die Highway 1, oder wie der heißt. Nee. Highway 1 von Kanada. Mei, töff, töff. Ich blinke aus hier. Boah, ich bin hier am liebsten langsamer fahren. Aber. Ach nee, da rechts daneben ist eine Güterzuglinie. Ich dachte jetzt gerade, die haben doch keine Oberleitung, die Züge. Ah, guck mal, was da kommt. Ich mehr erwartet als kaum. Ach, goldig. So, und das hier ist jetzt. Oh Gott. Salem? Ich rate gerade, ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, das ist auch noch Portland. Gut, ich schockiere da schon wieder. Seattle? Das ist nicht Seattle. Entschuldige. Ich erkenne Seattle, wenn ich es sehe. Das war's schon mal nicht. Da müsste ja auch irgendwo die Space Needle stehen, oder? Ach so, ja, es gibt ja keine Wahrzeichen im ATS. Stimmt, da war ja was. Das wäre ja zu viel Arbeit, schätze ich mal. Was? Das ist genau die Straße. Das hier ist der Highway, den ich meinte, Nord-Süd. Der 5, genau. Oh ja, jetzt sehen wir gleich Außenansicht. Gott, ich liebe dieses Lied. Wisst ihr was? Ich gehe mal auf. Oder? Das ist besser. Noch ein bisschen was sehen von der Gegend, ja.
Auch wenn es laut ist. Gibt es eh nur der Hafen. Ich hoffe, dass links von mir keiner ist. Eigentlich müsste ich echt anhalten, gell? Ich kann ja die Kamera nicht drehen. Das könnte, ja doch, das könnte. Lassen gerade echt nur rollen, gell? Das ist eine Garage, die ich kaufen kann. Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall hier viele. Ich weiß nicht, ob ich Screenshots mache oder Cinematics oder was ich mache. Oder ich muss auch einer links rüber. Portland. Die Straße noch enger. Was war das? Jetzt darf ich wieder, oder was? Ach, Leute. Nein. 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 Jetzt auch. 85, ich war keine 90 durch den Wald hier. Das ist zu schön einfach. Und ich will jetzt echt ernsthaft, ob ich eine andere Zugmaschine hole. Weil der Truck ist ganz in Ordnung, aber ich habe mich irgendwie ein bisschen satt gesehen an ihm. Auch an den Tönen und so. Das ist, ich weiß nicht. Ja. Ich wünschte echt, sie hätten mal andere Zugmaschinen reingebracht. Mindestens eine Marke mehr oder so. Mir gefällt es um dem Licht nicht. Oh, jetzt reicht es auf der Nebel überm See. Um 16.31 Uhr schon. Was ist das? Longview. Longview? Ja, ja. Rüberziehen und bremsen. So mag ich das. Und irgendwie ist das Radio halt auch kaputt, habe ich den Eindruck. Dann halt ohne Radio. Vielleicht spielen die ab 9 dann wieder was, also ab 10er. So. Longview. Longview. View. Nicht Weef. Also in Englisch ein bisschen verbessern. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht selber wirklich gefahren in einem Auto. So ein bisschen halt, aber nie in Amerika oder so. Aber so vom Erinnern würde ich sagen, dass es wirklich genauso ausschaut da. Und die machen das ja nicht umsonst. Oh ja. Darauf habe ich richtig gewartet, dass die Straße zweispurig wird. Muss eh nach links da vorne. 120 Kilometer, ach Gottchen. Guck mal. Ich hoffe, dass da nichts kommt. Gut aus. Ist da gerade ein Baum umgefallen? Schon, oder? Tatsache. Ist ja geil. Wer kommt daher? Gar keiner. Ach, schön.
Ja, das ist nicht das Astoria, was ich kenne, aber okay. Schmeißen die echt die Bäume um? Ist ja geil. Ja, ich hab's umgestellt, aber trotzdem kann ich es noch nicht so richtig mit der Maus. Und das Mauspad so kurz ist. Tut mir leid. Na, den kennen wir ja schon, den Spezialisten hier. Dass er da Bäume nimmt, die gar nicht da liegen. Ja. So funktioniert's nicht, Junge. Und da wollte ich länger zuschauen, gell? Weil sonst geht die ganze Magie verloren. Und bei den Bäumen dasselbe. Ah, ich find's trotzdem schön, dass sie was gemacht haben. Ich glaube, ich fahr mal links. Ich könnte auch rechts fahren, aber. Also ich mache mal den hier auf. Alter! Schaut ein bisschen schöner aus. Ich mache einen kleinen Screenshot, wenn ich schon mal da bin. Jetzt mal wüsste, wie ich einen Screenshot mache. Ich glaube mit F10, gell? War's nicht so? Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht... wo ist es denn? Die falsche Taste drückst, sonst ist die Aufnahme gleich weg. Ich hoffe, ich bin ja richtig. Ja. Ja, Entschuldigung, ich mache das ganz gerne während der Fahrt. Nicht auf Fracht dabei habe, einfach weil es schöner aussieht. Das blicke ich jetzt gar nicht durch. Alter, wie der Anhänger hinten schwenkt. Ist ein Fest. Ist ja Träumchen. Herrlich. Na gut, Gott sei Dank habe ich ja nur Gummi geladen, also Reifen. Da kann nicht viel kaputt gehen eigentlich. Ach, schön. Mal gucken, ob ich irgendwo Holz kriege dann. Kann ich gleich mal Holz abholen. So, links geht's eh nicht weiter, rechts mal nicht. So, und hier sitzt der Tesla-Händler, oder was? Tesla-Auto-Händler, Autofabrik. Ja, so schaut der schon aus. Wo kommt denn die Straße jetzt bitte her? Warum bin ich nicht durchgefahren? Nach links muss ich auch noch damit. Ja, du musst warten, Digga. Ich hoffe, dass ich vor dir weg bin. Ach du Scheiße. Oh Gott. So rum. Ach, hätte ich ja bloß Far Cry 4 endlich angefangen aufzunehmen. Der Weg jetzt hier schon weiter. Ja, das wird wieder nix. Aber ich soll doch was hier werden mit der und das Kabel mir die Luft abdrückt. So, für alle Klugscheißer. Ich hab's geschafft. komm, ich spiel's eine halbe Stunde rum. Kriegst den Scheißhänger auch in die Lücke. Immerhin ausgezeichnet. Yay.